Letztes Mal in The Last of Us. Gibt's hier irgendein Brett, was Sie interessieren könnte? Wir brauchen das Brett, genau das Brett. Nicht irgendein Brett. Brauchen, wie wär's mit einer Matratze? Wir würden da ein paar Dinge einfallen, die wir da drauf machen können. Nichts für ungut. Und jetzt zurück zum Cordyceps. Tja, und damit herzlich willkommen zurück in The Last of Us. Ja, in der letzten Folge sind wir in dieser netten Begleitung hier ein bisschen umhergestreift und auch durch einen Bereich durchgekommen, in dem sich irgendwelche Viren verteilt haben. Da sind wir dann mit Gasmaske durch und tja, mussten da unseren ersten Schuss abfeuern. So, dass wir dann einen Infizierten losgeworden sind. Jetzt möchte ich aber mal gucken, ob hier an der Tür irgendwas geht. Nee, sieht nicht so aus. Der kratzt sich nur im Hinterkopf, der Kollege hier. Gut, dann in dem Fall nicht. Dann gehen wir mal weiter. Wir müssen nämlich rausfinden, ob hier Soldaten sind. Ich muss mich wieder ducken. Wieso duckt der sich nie alleine? Das ist doch albern. Mensch, Joel, du musst doch wissen, dass du da nicht durchpasst, so groß wie du bist. Meine Güte. Mach zu. Alles klar, ich zu. So, liegt hier noch irgendwas rum, was wir übersehen haben? Kann ich hier irgendwie an die Schränke ran? Die angriffeln? Weil ein paar Schubladen konnten wir das letzte Mal ja auch öffnen. Nee. Okay. Hier irgendwas Interessantes, außer einer ziemlich stark reflektierenden Wand. Das sieht nicht so aus. Nimm dir die Kugel. Wir brauchen sie noch. Aha. Also kriegen wir jetzt hier doch noch ein bisschen Munition, wie es aussieht. Ja, sehr schön. Dann können wir jetzt bestimmt auch mal nachladen. Halt, nachladen sollst du. Ja, wunderbar. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Okay, hast du den jetzt bezahlt? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Inwiefern? Los geht's. Na komm. Okay. Das war also unser Signal. Na gut. Ich vertraue der Sache einfach mal. Hey, süße Lady, wie geht's dir denn? Hab gehört, du hast die Nicht jetzt, Terrence. Nein, ist gut. Ich hab die Karte. Nicht jetzt. Verstanden? Okay. Kann ich machen. Krieg doch nicht gleich so rum deswegen. What? Was ist hier los? Anfassen heißt kaufen. Ja, ich hab doch gar nichts angefasst. Lange her. Sag doch zu! Ich gar nicht mehr vorbei. Ich mach das aber fertig! Scheiße! Ja. Scheiße! Hey, du musst blocken! Na toll. Wer sich verdammt nochmal? So, na los! Sorry, Tess. Ihr gehört zusammen. Mach ihn alle! Mach schon! Die Kurze hier scheint ganz schön Einfluss zu haben hier, oder? Steh auf! Steh auf! Alter Bekannter, frag nicht. Okay. So, wann hier noch so Schönes? Verkaufst du Stuff? Kann ich hier irgendwo was shoppen gehen? Ich weiß es gar nicht. Du willst nach da? Ich würde mich aber lieber hier erstmal ein bisschen umsehen wollen. Kann man hier. Oh, was ist mit dir hier eigentlich? Aha, du guckst ein bisschen schockiert, sagst aber sonst nichts. Kann man hier. Der Typ hat in dieser Fabrik jede Menge Zeug gehortet. Ein Steckbrief. Ja. Gesucht wegen Firefly-Komplizenschaft. Okay, das Gesicht sollten wir uns dann vielleicht merken. Na gut. Ich suche Robert. War er hier?
Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Okay, das war einfach. Aha. Look for the light. Okay. Ich fühle mich hier immer noch nicht so richtig sicher. Allerdings scheint sie schon sehr großen Einfluss hier zu haben. Also die meisten scheinen auf sie zu hören. Los geht's. Oder auch nicht? Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Miststück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. Ey, mach doch nicht so eine Scheiße. Ich geb Deckung. Ziel auf sie. Alter! Du bist tot, Arschloch! Ah, fuck! Genau das meine ich. Okay, den haben wir. So, und jetzt? Na komm, tauch auf. Voll in die Birne, das war nicht schlecht. Gut. Das sieht okay aus. Gut gemacht, Cowboy. Ah, zielen mit dem Controller, ey. Die ganzen Leute her. Was Robert perfekt beherrscht, sind leere Versprechungen. Machen wir dem ein Ende. Ah, okay. Ich sehe schon. Also nicht alle gehorchen dir hier. Wieso nicht? Hey, hilf mir hoch. Ja, können wir machen. Na, wirst du wohl. Kann ich jetzt hochspringen, oder? Ach so. Okay, gut. Ich war nicht nah genug an ihr dran, um die Aktion auszulösen. Ich habe gedacht, ich muss an die Wand, um die Aktion auszulösen. Und wieder ist es gut, dass du kein Röckchen trägst. Gib mir die Hand. Dass die uns hält, ey. Kräftig, kräftiges Mädel, muss man schon sagen, ne? Bitte. Okay, gut. Dann, geh ich mal wieder voraus, ne? Weil sonst bewegst du dich nicht. Kann ich hier irgendwie durch? Kann ich das Schloss aufschießen? Theoretisch? Nee, sieht nicht so aus. Hier drüben da. Wo drüben? Was? Wo? Hier unten, oder? Ja. Ja, da könnten wir durchpassen, da hast du recht. Aber, lass mal gucken, ob hier irgendwo noch was liegt, was ich gebrauchen kann. Vielleicht noch ein bisschen Munition oder so. Wäre ja nicht schlecht, aber es sieht nicht so aus. Na gut. Ah, ist doch die nächste Arena hier, oder? Mehr von Roberts Leuten. Ich hab keine Munition mehr. Ich sehe sie. Zwei von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Überprüfen wir alles, nicht, dass hier wer rumschleicht. Ja. So, lautlos kannst du Feinde ausschalten. Okay. Okay. Na, kommt er noch zurück oder bleibt er jetzt dort stehen? Das ist jetzt die große Frage. Ich glaube, der bleibt dort stehen, ha? Schleich mich mal weiter ran. Scheint zu funktionieren. Ja, klappt.
Okay. Gut, das hätten wir auch. Sieht gut aus. Wie sind wir los? Das sind alles so Tutorial-Kämpfe jetzt, beziehungsweise Auseinandersetzungen hier jetzt gewesen. Ich würde mal gerne noch in den LKW reingucken, ob da drin was. Achso, nee, da komme ich gar nicht rein. Na gut. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Wo ist ein Test jetzt? Da, hä? Ah, ne, warte mal, da steht auch noch ein Typ rum. Was ich sagen wollte, ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten mit ungefähr 5 Zivilisten. Alle gefesselt. Lass mich raten. Fireflies? Ja, sie stellten alle an die Wand und peng, 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 haben alle exekutiert. Scheiße. Also ist es wohl in der ganzen Stadt. Sie nehmen sie in die Mangel. Mein Cousin ist bei denen. Kann ich den nicht so irgendwie jetzt... Ja, der Idiot denkt, er kann die Welt... ...anpeilen? Ach, ich hoffe, er lebt. Ah, shit. Komm, drauf. Ja, den verprügel ich so. Was soll's? Oh, shit. Das tat auf jeden Fall weh. Schauen wir uns um. Ah, okay, mach mal. Scheint jetzt sicher zu sein. War vielleicht nicht so die beste Idee, den einfach abzuknallen, den Typen, aber gut. Ein bisschen Health kriegt man hier wieder, das ist auch nicht so verkehrt. Viel scheint hier aber nicht zu gehen, oder? Hier ist noch ein bisschen Health. Jetzt sind wir auch wieder voll bei 100%. Oder knapp 100%. Hier gibt es einen Schlüssel. Ein Lagerhausschlüssel. Okay. Wird er noch wichtig? Vermutlich. Ich gehe einfach mal davon aus, wir werden den brauchen. Aber erstmal gingst du noch hier hinter, oder? Genau. Ach, da muss ich sogar lang, ne? Wird die Munition knapp, suche nach anderen Überlebensstrategien, ja. Ist leider da dran. Und alles verriegelt. Gut, wenn wir noch eine Runde und gehen dann. Es ist gleich Sperrstunde. Was ist mit Robert? Bei wem kriegt er heute unter? Er macht sich ins Hemd, wenn er allein hier bleibt. Was weiß ich denn? Wir reden mit den anderen, wir finden schon raus. Okay. Das heißt, ich kann ihn jetzt im Prinzip anlocken. Okay. Du guckst in die falsche Richtung, Kumpel. Geh down. Ja. Klappt doch. Schön. Okay. Schön stealthy unterwegs sein hier. Oh, da kommt noch einer. Da kommt sie gerannt. Wo bist du, du Mistkerl? Hier bin ich. Scheiße! Ah, jetzt muss ich auch noch nachladen. Komm, fall um. Ah, fuck. Ich will mal mit dem linken Stick zielen irgendwie. Kann ich das irgendwie in Optionen einstellen, dass ich mit dem linken Stick zielen kann? Zielen, nee. Findlichkeit, horizontal, vertikal, Kamera... Bewegung, Zielen und Feuern. Was hätten wir da noch? Achso, na gut, nee, das sind nur die Schultertasten. Linker und rechter Stick umgekehrt. Bringt mir das was? Ach du Scheiße, nee, das geht gar nicht. Ich hätte gern die Sticks nur beim Schießen verdreht. Ansonsten gar nicht. Aber gut, ja, dann muss ich damit wohl leben.
Normal. Ja, das nützt nichts. Also da muss ich jetzt durch. Gut, dann schnappen wir uns noch von dem die Munition hier. Kann ich gut gebrauchen. Habe ich eigentlich ein Limit, wie viel Munition ich tragen kann? Das würde mich mal noch interessieren. Und die Flasche ist gerespawnt, oder was? Die ich da zur Ablenkung genutzt habe. So, wie sieht's denn aus? Ah, mach doch sowas nicht. Ich sehe den doch. So. Na, scheiße. Das ist natürlich ungünstig, dass ich den jetzt gewarnt habe. Also ich brauche Kopftreffer, ansonsten wird das hier wahrscheinlich eher nix. Gut, jetzt sprinten wir mal ganz schnell hier hinter und ducken uns wieder ab. Und gucken mal. Kann ich hier sonst noch irgendwie... So, jetzt habe ich erstmal wieder eine Flasche. Gehen wir mal in diesen Lauschmodus und gucken mal, was er so treibt. Ja, nee, das bringt nichts. Ich muss den mal hierher locken. Müsste er gehört haben. Ah, nicht wirklich. Er treibt sich da hinten rum. Okay. Da drüben war ja leer. Zielt doch in eine andere Richtung, du Pfeife. Ach komm schon. Kann ich nicht hier irgendwie die Schulter... Ach, ich kann die Schulter wechseln, ich wollte schon sagen. Wie viele Schüsse hältst denn du aus, ey? Dafür wirst du... Ah, fuck. Komm jetzt hier drauf, drauf, drauf. Da verprügel ich den einfach so, wie er ist. Au, fuck. Kann ich den theoretisch irgendwie ausweichen? Ach so, hier ist noch einer. Geht doch. Gut. Wir bräuchten hier mehr Leute. Ja, nur ein Weg. Das Gefühl habe ich aber auch. Stimmt. Naja, Joel, ich weiß ja nicht. Los, zu den Docks geht's hier lang. Ah, okay. Dann muss ich jetzt mal das Tor aufziehen. Hier nehme ich an. Okay, das sieht nicht gut aus. Aha, die dealen doch irgendwas. Der eingebildete Mistkerl. Bringen wir es hinter uns. Okay. Ja, tja, keine Kontakte mehr. Ich müsste mich eigentlich da durchschleichen können, oder? Scheiße, ich weiß nicht, wer uns davon. Wir müssen klug vorgehen. Sind sehr viele. Durchaus, ja. Du bist verrückt. Da raus zu.
Okay, ein Messer haben wir hier. Ein Messer ist eine lautlose Waffe, mit der du Gegner schneller und geräuschloser ausschalten kannst als mit Erwürgen. Schleiche dich von hinten an einen Gegner an, ergreife ihn mit Dreieck und drücke Dreieck erneut, um ein Messer zu benutzen. Okay. Verwendung von Messern ist eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt sind, zerbrechen sie. Verbessere ihre Haltbarkeit, indem du Trainingsbücher findest. Selbstmord. Okay, habe ich verstanden. Aber jetzt müssen wir das mal anschleichen hier. Ich versuche mein Glück lieber hier. Okay, das ging fix. Das war gut. Das war ziemlich gut. Ich glaube, ich werde in diesem Spiel eher stealthy vorgehen, als groß rumzuballern. Ich komme damit besser klar. So. Den Stein kann ich ja sicher wieder zur Ablenkung benutzen. Die Frage ist, will ich das? Und was wäre die Alternative? Ui. Dann mal los. Ah, scheiße. Das hat er mich natürlich gesehen, das war ja irgendwie klar. Ah, scheiße. Komm, drauf. Ah, na also, es geht doch. Und du auch. Nein, du bist tot. Ah, fuck. Ah, und ich gehe hier gerade voll drauf. Oh, kann ich mir gerade irgendwie heilen oder. Habe ich irgendwas zum Heilen im Inventar? Nee, gar nichts. Fuck. Mensch, jetzt lass sie doch in Ruhe hier. Fuck. Dankeschön. Oh, ich habe was zum Heilen bekommen. Oh, jawohl. Ach, wie war denn das jetzt gleich wieder? Ach so, ja, alles klar. Ah, das mit der Steuerung, das muss ich echt noch rauskriegen. Aber wir sind ja immer noch in der ersten Stunde des Spiels quasi. Also das kriegt man schon alles irgendwie hin. So. Übrigens, vielen Dank, Tess. Ja, wie hockst denn du da? Sieht nicht sehr bequem aus, aber gut, wir sind ja auch nicht hier, um es uns bequem zu machen. Na, komm. Ich sehe ihn. Gut, der liegt. Und Tess schießt jetzt da rüber, alles klar, der liegt auch. Sehr schön, dann kann ich erstmal kurz nachladen hier. Wunderbar, das hat gut funktioniert an der Stelle ausnahmsweise mal. So, sonst noch jemand Bedarf? Tess rennt hier einfach durch, also scheinbar nicht. So, habe ich hier irgendwo noch was ich mitnehmen kann? Naja, keine Flasche, wenn eine Munition... Ich dachte eher an Munition oder so. An der Flasche hänge ich schon seit Jahren nicht mehr. Robert ist bestimmt da drin. Oh, hier gibt's ein Medikit. Ja, na dann lass uns doch da mal reingehen. Was haben wir hier so Schönes? Ja, ein paar Karten. Okay. Ansonsten jetzt wenig Interessantes an der Stelle. Zurück! Verdammt. Wir wollen nur reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Er haut ab! Robert! Joel, hier lang!
Komm, er ist da rein. Okay, dann lass uns doch da mal hinterhergehen. Was, Robert ist entkommen? Okay, ich war zu langsam. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Joe, hier lang. Na dann aber los jetzt. Einfach abknallen kann ich den vermutlich nicht. Dann haben wir eine Verfolgungsjagd hier. Halt, da lang. Okay. Ist das so? Wo ist er denn jetzt? Nee. Ah ja. Haha, Sackgasse. Hallo, Robert. Tess, Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Oh. Hab dich vermisst? Hör zu, was immer ihr gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar, aber es ist kompliziert. Okay. Hm. Hör zu, lasst mich einfach ausreden, okay? Fuck! Stopp! 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 Hör auf zu jammern. Was würdest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so wer hat die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon. Scheiß auf die Fireflies. Schnappen wir sie uns. Das ist eine Scheißidee. Oh. Oh. Oh, gute Frage. Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung, wir erklären es ihnen. Oh, shit, die klingen mir nicht nach... Suchen wir die Fireflies. Die klingen mir aber nicht nach Leuten... Die klingen nicht nach Leuten, die mit sich reden lassen. Yeah. Queen Firefly. Na, herzlichen Glückwunsch. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Sag mal, die ist auf dem Steckbrief. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Lebt nicht mehr. Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das. Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Aha. Ich zeig euch die Waffen. Das will ich hoffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Haben wir eine Wahl? Wir müssen hier weg. Sofort. Alles klar. Dann los. So, dann werden wir in der nächsten Folge uns mal die Waffen ansehen und uns mal erzählen lassen, was sie uns anzubieten hat. Kommt. Und bis dahin speichere ich mir das Spiel. Wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, meine lieben Freunde. Und ich bin jetzt raus hier. Bis dahin. Haut rein.